true. Yes. Oh, okay. Ganz ehrlich, nehmen wir doch gleich ein Heilungselixier rüber. Geben wir gleich noch ein Heilungselixier rüber. Die haben natürlich auch nichts getroppt. Die haben nur ordentlich Erfahrung gegeben. Wie ihr wünscht. So, ein Höhlenbär. Okay, wir sind am Ausgangspunkt hier langsam. Batux, das ist nah genug, Mensch. Ich bin Brenno, ihr Held von Baldur's Tor. Ich mache Geschäfte mit dem Kreuzzug. Wagt ihr es, ein Mitglied von Kersheim im Kreuzzug zu befähigen? Ich sollte euch für diese Beleidigung köpfen. Dann gehe ich bis hierhin und nicht weiter. Na gut, außer euch alle auf grausame Weise hinzuschlachten, was verlangt ihr von mir, damit ich weitergehen darf? Nehmen wir mal die zwei und blöffen. Da seht, es gehört zum Kreuzzug, Batux. Halt's Maul, Schwächling, ich werde mich drum kümmern. Ihr seid also auf der Seite der Dame, was? Ich glaube nicht, dass ich lügen würde, wenn ich sage, dass ich ein Teil von Kledas Plänen bin. Könnte man so sagen. Ich würde das nicht so sagen, weil ich Genauigkeit schätze, aber wenn es mir das Wege geht oder ein Kampf erspart, nur zu. Ich hab mich hier noch nicht angeschlossen, aber ich kann es kaum erwarten, es zu tun. Nehmen wir mal die 1, das ist sogar ehrlich. Na gut, und jetzt fort mit euch. Ich habe mich an den Goblin-Räubern vorbeigemogelt. Blöder Weichrübser, lasst sie passieren oder das Wegegeld einzukassieren. Er gehört zum Kreuzzug, Geistschimpf. Ich habe getan, was ich musste. Also ja, wir sind wieder am Anfang. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier hochgehen. Kann ich nicht, weil wir eine Falle entdeckt haben. Oh, der Braunbär hat nichts gegen uns. You want me? Obwohl wir schon yes, quasi mit ihm kuscheln. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also im Dunkeln sieht das recht schön aus. Wuchernde Pilze haben dieses Gebiet überzogen und sich ungehindert über die Landschaft verbreitet. Ohne jedes Anzeichen eines baldigen Rückgangs. Mhm. Naja, wenn das ein Pilzkopffriedhof ist. Speak. Worum geht es diesmal? Quicksave machen und dann gehen wir uns da im Norden noch umgucken. Und ja, ich glaube, dann haben wir keine großartige Wahl, als uns direkt reinzuprügeln. Schwarzbär, magst du uns? Ja, Schwarzbär mag uns. Gut. Dieser Baum hat etwas
Beunruhigend, dass eine unnatürliche Eigenschaft unter seiner Rinde mehr gefühlt als gesehen werden kann. Der Stamm des großen Baumes ist nicht im Boden verwurzelt, sondern ragt aus einem Loch in der Erde. Hallo, ist da jemand? Bin ich verrückt oder kann diese Pflanze sprechen? Eilt uns, befreit uns, ist das, was ihr sagt? Gefangen in einer Ranke, verstehe, das überrascht mich nicht. In diesem Wald muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt. Überall lauern Gefahren. Ihr könntet ein unschuldiges Opfer sein, das da in eine Falle getippt ist, oder vielleicht hält euch jemand aus einem guten Grund hier fest. Nehmen wir mal die zwei. Holen wir sie da raus. Wir haben Wichtigeres zu tun, als jenen zu helfen, die von Pflanzen überwältigt wurden. Die Drache hat recht, das Schicksal dieser Kreaturen ist bedeutungslos. Gehen wir weiter. Hilfe, sterben, freischneiden oder bannen. Alter, steht, ich werde sehen, ob ich euch helfen kann. Na gut, ich kümmere mich um diese großen, bösen, wuchernden Ranken. Jammert nicht so, ich befreie euch. Ich traue euch nicht, bleibt vorerst lieber hier. Nehmen wir die zwei. Ich könnte diese Druiden aus den Wurzeln losschneiden. Aber wie gesagt, ich könnte auch einfach mal die Bannen wirken. Greift die Ranken an. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wir sollen die beiden da angreifen? Das ist auf jeden Fall eine Eiche. Wie kann ich helfen? Ah, danke. Bitte entschuldigt unseren Zustand. Wir haben tagelang in diesen verdammten Ranken festgestellt. Nichts zu danken. Ihr habt Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Ihr habt noch ein Blatt im Gesicht, in eurem Mundwinkel. Andere Seite. Ja, genau da. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen müsst, ich muss weiter. Wie seid ihr da hineingeraten? Nehmen wir die zwei. Mein Name ist Yamwin, das ist Costa. Einst gehörten wir einem Druidenzirkel an, doch der ist jetzt dunkel und verdorben. Unser Zirkelanführer Ferusk war als ein großer Druide, aber hat sich verändert. Er ist besessen davon, die Natur zu mutieren und die abscheulichen Ergebnisse auf die Welt loszulassen. Er muss aufgehalten werden. Könnt ihr uns helfen? Natürlich, was soll ich für euch tun? Jetzt schon mal schön langsam. Ich lerne Leute gerne erst besser kennen, bevor ich mich in ihre Druidenkriege einmische. Was genau soll ich für euch tun? Ich vermute, dass Ferus euch angreift, weil ihr seine Pläne durchkreuzt. Welche Belohnung kann ich dafür erwarten? Die Dankbarkeit unseres Zirkels natürlich. Ich schätze, ich kann euch auch einen kleinen magischen Gegenstand anbieten, um euch zu helfen. Na gut, was soll ich für euch tun? Ferus hat unten in den Höhlen einen Zirkel. Die Wurzeln dieses Baumes wachsen bis in sein Versteck hinunter. Der Baum ist die Quelle der Verderbnis, die an die hiesigen Tiere weitergibt. Wir haben einen Samen verzaubert, der in den Wurzeln des Baumes gepflanzt werden muss, um ihn vom Bösen zu läutern. Mit der Zeit werden das Verderben im Land und die Korruption in der Waldfauna verblassen. Wir können euch den Eingang zu den Höhlen zeigen und euch an den Wächtern vorbeihelfen. Dann müsst ihr den dunklen Zirkel finden und den Samen einpflanzen. Könnt ihr uns helfen? Es wäre mir eine Ehre. Es interessiert mich nicht wirklich, böse Bäume zu läutern, aber ich könnte Hilfe gebrauchen, um in die Höhlen zu gelangen. Ich bin dabei. Gebt mir den Samen, vielleicht helfe ich euch, wenn es meinem Interesse in den Höhlen dient. Welche Wächter? Der Höhleneingang wird beschützt. Ihr müsst ihn wahrscheinlich freikämpfen, aber wir können euch helfen. In dem Fall werde ich euch helfen. Hört sich an, als ob es den Aufwand nicht wert wäre. Ich passe. Ich muss darüber nachdenken. In dem Fall helfe ich euch. Hier ist der verzauberte Samen. Sobald er die Wurzeln des Baums berührt, wird er aufkeimen und dann erwacht seine Magie. Im Osten könnt ihr an der Klippenwand eine Höhle finden, die den Weg zu den Höhlen kennzeichnet. Wenn ihr dort in Schwierigkeiten geratet, werden wir euch helfen. Nun geht und zusammen werden wir Ferus bezahlen lassen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich sollte nach den Wurzeln eines unterirdischen wachsenden Baumes suchen, wo ich diesen verzauberten Samen pflanzen kann. Also ja, wenn sie mir helfen, durch die Barrikade zu kommen, dann ist das ja auch schon mal ein Win-Win. Wenn es einen Weg drumherum gibt, dann bin ich auch ehrlich gesagt dafür. Aber hier komme ich nicht durch und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch schwierig werden. Jo. Und
Da hat Kayla mitgedacht. Leider. Ihr nicht hier gehen. Dieser Ort Geheimnis. Ich bin Brenno. Ich suche nach dem unterirdischen Fluss. Ist auch von hier erreichbar? Und das ist ein tolles, ist auch ein tolles Geheimnis. Aber ich muss wirklich vorbei. Gehört ihr zum Kreuzzug? Wenn ihr mich nicht durchlasst, lasse ich euch nicht leben. Oh, ich muss irgendwo falsch abgewogen sein. Verzeih mich. Ich gehe einfach weiter. Gehört ihr zum Kreuzzug? Ich Kreuzritter. Ihr nicht aussehen wie Kreuzritter. Ihr weggeben, weggehen, ich hierbleiben und aufpassen. Glücklicherweise bin ich tatsächlich ein Diener der strahlenden Dame. Ich gebe euch eine Chance, Monster. Entsagt euch jetzt vom falschen Profilen oder flieht oder sterbt durch meine Hand. Ich gehe dann besser wieder. Nehmen wir die 1. Ihr nicht dient Kayla, verschwindet. Es sei denn, ihr wollt, dass ich euch von euren Armen befreie. Also ja, wir können nochmal einen Quicksave machen. Ich gesagt, hier nicht durchgehen. Was ist denn dort? Ist es der unterirdische Fluss, der sich unter diesem Land befinden soll? Ich Kreuzritter, ihr nicht aussehen wie Kreuzritter. Ihr weggehen, ich hierbleiben und aufpassen. Nehmen wir mal die 2. Ich gebe euch eine Chance, Monster. Sagt euch jetzt euren falschen Propheten und flieht oder sterbt durch meine Hand. Ich euch Arme abreißen. Er uns Arme abreißen. Ja, ich weglaufen. Okay, das ist wieder böse hier. Yes, I will. Ja? Wie ihr wünscht. Okay. Zyklop böse. I'll recover. I bleed. I am your dust. For the shining lady. For the shining lady. My next swing will. This is the most fun I've had in weeks. Ha! My aim is true. Kreuzritter mag ja auch das eben nicht nur. Ja? So, die Hälfte ist verwirrt, die andere Hälfte wird wild in der Gegend rumgeportet. Das ist nicht so toll. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You want me? Yes, dear. Noch mehr böse Fallen? Noch ein Kayla-Siegel. Heiltrank. Sweetheart, yes, dear. Interessante Stäbe. Sind schon nur Speere plus 1.
die wir dann verkaufen können. Und das waren Betäubungspfeile, die wir verkaufen können. Dann nehmen wir, holen wir mal wieder Pfeile hier raus. Nehmen wir mal 240. Okay, ich brauche nochmal 80. So.